liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hello ladies and gentlemen, dear subscribers and viewers. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Opas Internet-Empfehlungen. I welcome you to a new episode of Grandpa's Internet Recommendations. This is episode 54, I think. Das ist Folge 54. Heute geht es um etwas, was vielleicht für alle ganz interessant ist. Hoffe ich doch. Today we are, our topic is interesting. I hope for everyone, for you. Because we all talk about climatic change. Wir reden jetzt alle in letzter Zeit über Klimaveränderung. Menschengemachte Klimaänderungen oder nicht. Das soll uns jetzt mal hier nicht interessieren. It is not important for us now if this climatic change is man-made or not, but we will look what does it mean for us. Ja, wir gucken jetzt mal auf die Auswirkungen. Was bedeutet das für uns, wenn man zum Beispiel sagt, beim Abschmelzen der Gletscher von Grönland wird das Meer um 10 Meter ansteigen. If all the glaciers from Greenland are melting, then the sea level will rise 10 meters. And if all the glaciers of Antarctica will melt, if Antarctica will melt totally, then the sea level will rise 100 meter. Also, wenn dann die ganze Antarktis schmilzt, dann steigt der Meeresspiegel 100 Meter. Was bedeutet das eigentlich? Und da habe ich mal drei interessante Seiten. I have three interesting sites. I hope they are interesting for you. First site is floodfiatry.net. Die erste Seite ist hier floodfiatry.net. Und man kann hier links oben kann man sich anzeigen lassen, was passiert eigentlich, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Das kann man sich hier auswählen. Man kann in der Karte herum scrollen und auch reinzoomen. You can move and scroll in the map with a mouse wheel. And you see what will happen if the sea level is rising. Ja, man sieht also hier zum Beispiel, man kann einstellen zwischen einem Meter und 60 Meter. You can look here between. Look for 1 meter up to 60 meters. So, was sagt man? Zum Beispiel lassen wir mal den Meeresspiegel um 2 Meter ansteigen. We increase the sea level height by 2 meters. So, ja, man sieht, dass hier Nordbelgien die Hälfte der Niederlande fast unter Wasser ist. Auch in Deutschland ist einiges unter Wasser. You see Belgium, Netherlands and parts of northern Germany are underwater now. The whole west coast of Schleswig-Holstein, die ganze Westküste Schleswig-Holsteins ist unter Wasser. Hier im Osten hält sich das in Grenzen, weil das Land hier ein bisschen steiler ist zur Ostsee. The banks of the Baltic Sea are higher than the banks of the North Sea. Man kann den Meeresspiegel noch weiter ansteigen lassen. 5 Meter. Now we are at 5 Meter. Hamburg is still a harbor. Ja, Hamburg ist immer noch ein Hafen, aber wenn man reinzoomt, die Elbe ist schon deutlich breiter. The river Elbe is much wider than before. Und bevor wir noch größere Höhen uns angucken, ach, wir nehmen mal einfach mal 9 Meter. We take 9 meters and we see similar things here. A new island has formed here in the German Baltic coast. Two islands. Also es gibt
einige neue Inseln hier bei 9 Meter Wasserspiegelanstieg hier an der Ostseeküste. Hier ist ein Urstromtal anscheinend, nicht wahr? Und gucken wir mal in andere Weltgegenden. Now we look to other areas. For example, here Great Britain. This is the Wash is a bit bigger. Die sogenannte Wash, das ist dieser Meeresbruch, ist ein bisschen größer geworden. Irland hat sich gar nicht so viel verändert. Und gehen wir mal raus. Das sieht eigentlich alles noch relativ normal aus. This looks very normal. Ah, Venezia. Ja, Venedig ist also unter Wasser. Okay. Oder auch nicht okay. Der Persische Golf. The Persian Gulf is a bit bigger. Now we go to Thailand. Ja, gucken wir mal nach Thailand. Das hier ist Bangkok. Da sieht man auch nichts mehr davon. You don't see anything from Bangkok anymore. The Mekong Delta is flooded. Das Mekong Delta ist also geflutet. Die ganze Südspitze von Vietnam ist weg. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Ja, sonst sieht das eigentlich alles. Ach, gucken wir mal hier nach Bangladesch. Let's take a look at Bangladesch. Bangladesch is a very densely populated country and you see this is the border. Das hier ist also die Grenze von Bangladesch und man sieht, dass also, naja, geschätzt mal schon ein Drittel des Landes unter Wasser ist bei 10 Meter Meeresspiegelanstieg. So, das war Flood Free Tree Net. Das war also diese Seite. Flood Free Tree Net. Hier hat man halt nur die Möglichkeit, zwischen diesen Höhen zu wählen. You have only the freedom to choose these 10 or 15 different levels. Gehen wir mal auf eine andere Seite. Now we go to the next side. This is a flood map net. Die Links stehen wie immer in der Beschreibung. The links are in this video description down below. You can make your comments there also. Und das ist die Seite flood map net. Und da haben wir die Möglichkeit, hier frei zu entscheiden. We can choose freely what level we want to look at. And that is very interesting. Gehen wir doch mal hier nach Deutschland. Man sieht hier schon bei 0 Meter einiges überschwemmt. You already see flooding at 0 meters. Elevation height, water level, yes. That means this country site here is already below zero. Das bedeutet, dass also hier diese Küstenbereiche unter dem Meeresspiegel schon jetzt liegen und durch Deiche trocken gehalten werden können. Only the dikes that are built here keep this area dry. And we can choose for example 10 meters. Also wir können jetzt 10 Meter uns aussuchen. Da haben wir auch wieder die neue Insel hier. We have the new island here on the German Baltic coast. And we have the Netherlands. Yes, 60%, 70% are flooded at 10 meters. This is the Greenland. Greenland melting, ja. Yeah? Also nach dem Schmelzen der grönländischen Eisschildes
haben wir also einen 10 Meter Meeresspiegelanstieg. Ich weiß das noch aus der Schule. Also ich weiß nicht, ob das genau richtig ist. I don't know if the 10 meters is correct if Greenland melts totally down, but I think I can remember it from the school. And yes, what do you see? The wash is a bit greater again. Aber jetzt lassen wir mal den Meeresspiegel auf 100 Meter ansteigen, wenn auch die Antarktis schmilzt. Now we put the sea level on 100 meter rise after the melting of the Antarctic. So, und dann sehen wir schon, dass selbst Hannover, even Hannover, where I lived for a long time, is now underwater. My birth town, Hildesheim. Mein Geburtsort Hildesheim ist also sozusagen ein Hafen. My birth town, Hildesheim, is a harbor. Yes, that is nice. New possibilities for development. Neue Entwicklungsmöglichkeiten für die Gegend, wo ich herkomme. Und hier haben wir dann die Kölner Bucht. We have the Cologne Bight. Und die Westfälische Bucht and the Westphalian Bight, Bight of Westphalia, they are really bights now, bays now, the Bay of Cologne here. Ja, und die Niederlande and the Netherlands are totally taken. Ah, some tiny islands here. And the highest area near Maastricht of the Netherlands is still above sea level. Ja, und die Bereiche, die höchsten Erhebungen der Niederlande hier bei Maastricht sind immer noch. Aber gut, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Wir sehen auch hier in Westfrankreich, we see in Western France many islands and oh, Great Britain is splitted into very, very many little Britons here. Also Großbritannien hat sich in viele, viele kleine Britanniens aufgeteilt. Auch Irland ist nicht mehr wiederzukennen. Es ist ein Archipel geworden. Ireland is an archipelago now. And let's go to the USA. Oh, where is Florida? Also Florida ist unter Wasser. Hier sieht man die. Ja, das sieht eigentlich noch alles, kann man alles noch wiedererkennen. You still can realize or recognize these areas here. But, for example, here is a new channel between Colombia and Central America. And much of the Amazonas plain is now underwater. Also alles, vieles aus dem Amazonasbecken ist nun dem Meer zum Opfer gefallen. Hier sieht man die Guyana Islands, habe ich fast gelesen. I just already read here Guyana Islands, but this is Highlands here. Okay, now they are at 100 meters sea level rise. Islands. And we can take a look into Bangladesh. Ja, Bangladesch ist jetzt auch unter Wasser, bis auf das kleine Teil hier um Chittagong. Bangladesch ist underwater, totally, apart from this little part here. Yeah, we have Cambodian Island. Cambodia is also flooded. Cambodian Islands here, also Kambodscha ist geflutet. Große Teile Thailands auch. Und ja, hier hinten, man erkennt vieles noch wieder, aber es ist viel unter Wasser. You recognize still something, but many, many parts of the world are underwater. And now? Wir können jetzt das Umgekehrte auch machen. Wie war denn das bei der Eiszeit? How had it been at the Ice Age? And we drop the sea level by 100 Meter, for example. Jetzt lassen wir mal den Meeresspiegel um
100 Meter sinken. Ihr dürft natürlich gerne spenden, ja. You can pay some money for this nice site if you want, of course. So, now we drop during the ice age. The sea level was maybe 100 meter lower. And what you always hear in the scientific videos about the ice age at England and Great Britain, respectively, Ireland, Great Britain, were connected to the European continent. Also, wie man weiß aus vielen verschiedenen Videos über die Eiszeit, waren England und oder Großbritannien und Irland verbunden mit dem europäischen Kontinent. Die Nordsee ist praktisch nicht mehr vorhanden. The North Sea has disappeared. Also many parts of the Baltic Sea. And over here in the south it is the Adriatic Sea has shrunken to half. Hier im Süden sieht noch alles einigermaßen ordentlich aus. Die Adria ist kleiner geworden. Und jetzt gucken wir mal hier nach Amerika. Und was sehen wir hier? What do we see here? Here we see Asia and America are connected. Wir sehen also hier Asien und Amerika sind verbunden. Die Beringstraße gibt es nicht mehr. The Bering Strait is not existent anymore. It was partly ice covered. Es war damals also zum Teil eisbedeckt, aber der Urmensch, the early humans, as you know it, yes, walked from Asia by land during the Ice Age to America, and that's why America was discovered not by Columbus or the Normans, but by the Asian people here during the Ice Age, maybe 30,000 or 40 or 50,000 years ago. Also vor ein paar 10.000 Jahren kamen die ersten Menschen hier über diese Landbrücke in Richtung Amerika und haben sich dann hier auf dem süd- und nordamerikanischen Kontinent ausgebreitet. And they spread it over the North and South American continent. Many, many years before the Spanish Christopher Columbus came with his fleet to the West Indian Islands. Also viele Jahre bevor Columbus hier auf die westindischen Inseln entdeckte. Auch was man hier sieht, Southeast Asia also, many parts are connected. Viele Bereiche sind verbunden. Auch da haben sich die Menschen ausgebreitet. Hier zum Beispiel von Südostasien, Thailand, über Malaysia nach Indonesien. Und dann ist hier auch kein großer Sprung. Das ist not a great deal for people to go to the next continent, Australia, by boat. This is a very narrow area here. And the Aborigines came from here. Ja. Die Aborigines sind also damals übers Land hier rein nach Australien. Neuseeland war immer eine Insel. New Zealand always was an island and so it was discovered or settled by humans very late. The Maori, I don't know when they came. It's after year zero, maybe 500 or 1000. Ja, ich weiß nicht, in welchem Jahr die Maori nach Neuseeland gekommen sind. Das war also die letzte Landmasse, die von Menschen besiedelt wurde. Die letzte größere Landmasse. So, und dann habe ich noch eine Seite. And then I have another site for you. And this is the site climatecentral.org. Surging Seas Risk Zone Map. Das also hier diese Seite, climatecentral.org. Die Links stehen halt wie immer in der Beschreibung. Und man startet in New York. You start in New York with when you open the site and you can choose
It's an American site, yes, they have feet here. Also das ist eine amerikanische Seite, wahrscheinlich US-amerikanische Seite, deswegen haben sie Fuß, aber man kann das in Meter umstellen. Und das startet also hier bei 1,5 Meter und wir haben auch nur ein paar Möglichkeiten, bis 30 Meter das ansteigen zu lassen. Auch hier kann man nicht mit dem Mausrad jetzt, here you can also zoom out and zoom in, but not with the mouse. You can use here the plus and minus on the right side, also man kann nicht mit der Maus rein und raus zoomen, sondern man muss das hier mit dem Minus und Plus machen. Hier sind immer ein paar Bemerkungen. You can find some remarks here. When will this sea level be reached here? In about 120 years at Sandy Hook. Das Sea Level will rise by 1,5 meters, also ungefähr im Jahr 2140 irgendwann steigt der Meeresspiegel hier um 1,5 Meter an. Und das haben wir also in vielen Bereichen. Diese Markierung, gehen wir mal nach Europa. Oh, ist ein langer Weg. It's a long way to Europe. Really? Wirklich ein langer Weg. Ich hoffe, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Hallo Freunde. Man kommt sich vor wie auf einem Transatlantikflug. It's like you are on a transatlantic flight. But there we are. Where are we? In Portugal. So, da sind wir in Portugal angekommen. Da gehen wir mal in Richtung Deutschland. Gucken uns das Ganze hier mal in dieser Version an. Look in this version here. Yes, it looks similar. Ja, sieht also alles ähnlich aus bei 1,5 Metern. So, jetzt gehen wir mal 10 Meter hoch. Wann erwarten wir das? Irgendwann. With unchecked pollution, the median projection for when sea level rise reaches 10 meters at Zermatt is. Ja, also, wenn man da nicht drauf aufpasst, mit der Verschmutzung und der Erderwärmung, wird der Meeresspiegel im Jahr nach dem Jahr 2200 um 10 Meter angestiegen sein. Und gut, das ist noch eine Weile hin, aber nicht so lange, nicht? So lange ist es nicht hin. So, dann möchte ich euch noch auf einen kleinen Nachteil aufmerksam machen von diesen Seiten hier. I will show you some negatives of these sites. Das ist zum Beispiel hier, wenn wir Land haben, das unter dem Meeresspiegel liegt. Some land areas are below the sea level. The Dead Sea is about 300 meters below sea level. Ja, das Tote Meer ist, glaube ich, etwa 300 Meter unter dem Meeresspiegel oder 250, was weiß ich, or 250, I don't know. And when we let the sea level rise by 1 meter, wenn wir also den Meeresspiegel um 1 Meter erhöhen, erhöht sich auch hier das Wasser. Then also the water level rises here unto from the from what it is now. Ja, also es steigt an von dem Wert, wo wir jetzt hier sind, auf 1 Meter über dem durchschnittlichen Meeresspiegel des Mittelmeers zum Beispiel. Und das ist völlig unrealistisch. This is not realistic here. Because where will the water come from? Ja, wo soll das Wasser herkommen? Wenn wir den Meeresspiegel um 1 Meter ansteigen lassen, wird nicht hier das Tote Meer überschwemmt. Das ist Quatsch. Aber es ist Nonsens. But also here these low-lying areas in the desert. How will they fill with water? That is not possible. It is possible
when these areas get connected, ja, wenn sie also Verbindung aufnehmen, dann wäre das möglich. Aber so ist es nicht möglich. Nichtsdestotrotz sind das schöne Seiten. Auch hier das Kaspische Meer. The Caspian Sea is the same. Ja. If you rise the sea level here by 1 meter, the Caspian Sea will not spread this far away. Das Kaspische Meer liegt ja auch unter dem Meeresspiegel. Und wenn wir dann das Meer, den Meeresspiegel um 1 Meter ansteigen lassen, wird aber nicht das Kaspische Meer gleich um 20% größer. So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, 26 Minuten haben wir inzwischen hinter uns. This recommendation was already 25-26 minutes. And these are 3 sides. I hope you enjoyed. You can play a little bit with these sides. And I hope you enjoy it. And we will see us in the next video. Grandpa's Internet Recommendations. Also bei Opas Internetempfehlungen hoffe ich, dass ich euch das nächste Mal auch wieder sehe. Spielt ein bisschen damit rum. Das ist sehr interessant, wenn man mal hört, oh, dann steigt der Meeresspiegel und so viel an. Schaut euch mal an, was das für eure Gegend bedeutet, wo ihr wohnt, wenn ihr an der Küste wohnt. If you live near the coast and you hear in the news, a sea level will rise by 1 or 2 meters due to climate change, then you can look here. What does this mean for you? Was bedeutet das für euch? Und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss und bye-bye. Euer Norbert vom Kanal Opa spielt. I wish you all the best. Bye-bye. Grandpa Plays is the channel and my name is Norbert. And see you next time. Auf Wiedersehen und tschüss. Bye-bye.